Eine Folge von Putins aggressiver Rhetorik und seinem Angriffskrieg gegen die Ukraine ist, dass hierzulande seit 2 Jahren wieder intensiver über Abschreckung, Aufrüstung und Kriegstüchtigkeit gesprochen wird. Und das hat offenbar auch den Blick auf die Waffenindustrie verändert. Kein Wunder, wenn man etwa die Worte des Chefs des Rüstungsunternehmens Rheinmetall hört. Unsere Demokratie zu verteidigen, das kann nicht verwerflich sein, sagte der heute im Tagesschau-Interview. Vor einigen Jahren hatte der Rheinmetall-Konzern bzw. dessen Tochterunternehmen noch Geschäfte mit Russland gemacht. Nun kommen viele Aufträge aus westlichen Staaten und dem eigenen Land. Ende der Nachfrage nicht in Sicht. Und auch um den Nachwuchs müssen sich Rüstungsfirmen wie Rheinmetall in diesen Zeiten offenbar keine Gedanken machen, wie Ingrid Bertram berichtet. Panzer und Munition von Rheinmetall sind gefragt wie lange nicht mehr. Hier ist es nur eine Vorführung. Das Geschäft mit den Waffen wächst und damit auch das Interesse von Berufseinsteigern. Sie sind zwischen 27 und 32 Jahre alt, haben sich erst vor wenigen Jahren sehr bewusst für das Rüstungsunternehmen entschieden. Für manche ging es einfach um einen attraktiven Job. Was bringt das Unternehmen mit? Welche Chancen bietet mir das Unternehmen? Welche Herausforderungen auch? Aber am Ende des Tages war auch das Stellenprofil für mich ausschlaggebend. Ich bin Ingenieur, mein Herz schlägt dafür und das habe ich hier auch gefunden. Aber es ist nicht irgendeine Branche. Geht es doch um Waffen. Misstrauen und kritische Fragen waren Sie bis zum russischen Überfall auf die Ukraine gewohnt. Tatsächlich muss man sagen, vor dem Konflikt war es eher so, dass man viele Diskussionen führen musste und sich rechtfertigen musste, dass man sich für die Rheinmetall entschieden hat oder für diese Branche entschieden hat. Mittlerweile ist es tatsächlich so, dass man auf großes Interesse stößt. Und dass absolut respektiert wird, dass man sich in dieser Branche befindet. Das Recruiting Center von Rheinmetall. Durchgehend werden hier Vorstellungsgespräche geführt. Im vergangenen Jahr gingen 108.000 Bewerbungen ein. 5.000 Stellen gab es an den europäischen Standorten neu zu besetzen. Der Nachwuchs wird gebraucht. Rheinmetall ist seit fast einem Jahr im DAX gelistet und die Aktie im Aufwind. Rüstung funktioniert an der Börse und wenn es an der Börse funktioniert, heißt das, die Stimmung ist positiv und insoweit dürfte man das auf alle Rüstungsbetriebe übertragen können. Und auch das eher ungewöhnlich. Ein Bundeskanzler beim Spatenstich für eine neue Munitionsfabrik hier vor 2 Wochen in Niedersachsen. Für das Unternehmen ein Akt mit Signalwirkung. Der Bundeskanzler hat dort wörtlich formuliert, sie arbeiten zum Wohl unseres Landes. Das ist eine Aussage, die uns enorm gut getan hat. Und das merken wir auch in den Vorstellungsgesprächen, weil uns gegenüber viel unbefangener aufgetreten wird. Julia Merz ist 27. Über ihren Schreibtisch gehen die Aufträge für Rüstungslieferungen in die Ukraine. So jung sie ist, weiß sie, dass ihre Arbeit kein theoretisches Zahlenspiel ist. Wir befinden uns in Europa in einer Kriegssituation zum ersten Mal seit mehreren Jahrzehnten in diesem Ausmaß. Das ist für meine Generation, die im Frieden aufgewachsen ist, eine völlig neue. Und dass eine wehrhafte Demokratie verteidigt werden muss, ist bei uns als jungen Rheinmetallern präsenter denn je. Die ausgerufene Zeitenwende sorgt für einen Imagewandel der Rüstungsindustrie. Sie ist für viele junge Menschen als Arbeitgeber kein Tabu mehr.